Hans Schlüter. Wir müssen, glaube ich, mal ein ernstes Wörtchen über überhaupt so einen Sensor reden. Ich meine, man sagt ja Halbleitertechnologie. Ja, und ja. Ich habe nie verstanden, warum das Halbleiter heißt. Auch das kannst du vielleicht kurz mal erklären. Aber mein Kopf hängt eigentlich immer noch an dieser Sache aus dem letzten Video mit dieser statistischen Schätzen von Farben. Weil du hast ja dieses Beispiel gebracht mit dem Apfel. Wenn er 20 Mal nach unten fällt, wird er beim 21 Mal nicht nach oben fallen. Ja, ja. Das ist ja ein völlig falsches Beispiel. Ja, das war ungeschickt. Taktisch war das schon klug. Ja. Aber das ist ja eher so, da haben wir ein rotes und ein grünes Pixel und dann könnten wahrscheinlich so viel Zyan dazwischen liegen. Das ist ja wie Lotto spielen. Das, in der Wahrscheinlichkeit ist das wahrscheinlich, aber nicht sicher. Ne? Nicht garantiert, ja. Das heißt, das ist wirklich, also das ist so richtig mindblowing, dass eigentlich so ein, dass meine Kamera eigentlich Farben rät. Also, ja, und dann rät sozusagen, die Algorithmen raten dann noch was dazu sogar, ne? Weil wir ja, ja, genau. Aber dann gehen wir mal rein, oder? Also, völlig gerade. Okay, aber jetzt gehen wir einen Schritt zurück. Wie sieht so ein Sensor? Bitte, zeichne mir mal so einen Sensor. So, und warum Halbleiter? Und, Ja, genau. Also ich fange vielleicht mal mit einer Aufsicht an. Also sozusagen wird das Foto, das angeflogen kommt, ja, was kriegt das präsentiert? Und bitte mach's für Dummies, ne? Also für mich. Ja, weil ich meine, das erste Bild kennen wahrscheinlich die meisten Leute schon, ne? Also das ist gerade hier, ja. Das Foto, das angeflogen kommt, das sieht halt irgendwie, das fliegt auf eine große Fläche zu. Ja. Die hat Farbfilter drauf. Ja, das sind die Farbfilter, die ich vorhin angedeutet hatte. Ne? Da sind wir jetzt schon am Sensor. Und da sind wir jetzt schon direkt am Sensor, genau. Der hat meistens noch ein Schutzglas drüber. Und der hat meistens auch noch einen Filter drüber, der Infrarotlicht ausfiltert. Die Menschen sehen ja kein Infrarotlicht. Ja. Und wenn wir aus Versehen infrarote Photonen mit unserem Sensor detektieren würden, dann würde das die Information so verfälschen, wie wir das als Menschen nicht kennen. Wahrscheinlich, weil die Infrarotstrahlen durch wahrscheinlich alle Filter durchgehen und alle Sensorpixel irgendwie so ein bisschen aktivieren, also so ein Streu, das ist wie so ein Streufeuer, oder? Genau, es würde so aber auch szenenabhängiges Untergrundsignal liefern, das nicht beherrschbar ist. Untergrundsignal? Ja, ja. Da spricht jetzt wieder der Algorithmus-Rausfilter-Typ, oder? Ja, wobei das hier eigentlich eine relativ klare Sache ist, ne? Wir wollen es nicht haben, weil unsere Augen diese Signale nicht kennen. Wir wollen nur das aufnehmen, was unsere Augen auch kennen. Jetzt, ich muss wieder reingrätschen, du sagst Signale. Mhm. Damit meinst du eigentlich dann nachher die Angaben, die dir der Sensor liefert, oder? Die der Sensor liefert, beziehungsweise als Mensch nur das Licht, das ich wahrnehme, ja, genau. Aber was kommt denn aus dem Sensor dann im Ergebnis raus? Also der Sensor, der liefert Spannung. Der liefert pro Sensel eine Spannung. Spannung? Spannung. Volt? Volt, genau. In welchem Bereich sprechen wir da so? Gute Frage. Ich kann keine konkrete Angabe machen tatsächlich. Es können nicht viele sein, weil die Abstände drin so klein sind, dass wir sonst Spannungsüberschläge hätten. Spannungsüberschläge, die würden also von Pixel zu Pixel schlagen. Ja, ja, genau. Liegt die Spannung am Sensor an, am Sensel? Es wird eine Spannung am Sensel erzeugt und diese Änderung der Spannung, die monitoren wir hinterher. Kommen wir drauf. Gehen wir ins Detail. Okay, du wolltest gerade das Bayer-Pattern zeichnen. Genau, also nicht gezeichnet, aber gedacht, wir filtern das Infrarotlicht aus. Ne? Das ist ein Sperrfilter drauf. Ein paar Spezies schrauben den ab. Ne? Und, was ist mit diesem Hochpassfilter oder diesem Tiefpassfilter, der ja bei, zum Beispiel, du hast ja eine RX1. Mhm. Da kann man den Hochpassfilter aktivieren. Das heißt, das ist ja nichts mehr, was physisch verbaut ist, weil sonst könnte ich ja nicht den aktivieren, deaktivieren, oder? Ja, das ist tatsächlich physisch verbaut. Dort wird. Wie kann man ihn dann mit einem. Also ganz kurz, er hat eine Kamera, die ich auch habe. Du magst die, oder? Ich finde die fantastisch. So eine völlige Schwachsinnskamera, RX1 R2, mal googeln. Leider teuer. Leider geil. Da kann man im Menü einen Tiefpassfilter aktivieren und deaktivieren. Ja, ja. Jetzt sagst du, das ist verbaut. Das ist tatsächlich ein physikalischer Effekt, der dort ausgelöst wird, ja. Ja. Wie kann man ihn dann deaktivieren? Ja, es gibt spannungsbrechende Materialien, also oder spannungbrechende Materialien, elektrische Spannung, piezoelektrische Materialien. Und die kann man eben durch Anlegen einer Spannung verändern, sodass sie Licht brechen oder nicht brechen. Das ist wie so diese tönbaren Scheiben durch Spannung, die sich also wie so Graufilter, die sich durch Elektrik
Oh, das sind, glaube ich, Effekte mit Kristallen. Jetzt, aber ja, 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 ein schaltbares optisches Element. Elektrisch schaltbares optisches Element. Das heißt, vor dem Sensor ist ein Filter, ja, der durch Spannung aktiviert und deaktiviert wird. Ja, genau. Wie bei diesen hochmodernen Häusern, wo man auf den Knopf drückt und plötzlich färbt sich so eine Scheibe ein und nicht ein. Ja, genau. Also es wird wirklich, das optische Element vor dem Sensor wird verändert. Ja. Okay, also das ist wirklich aktivierbar und deaktivierbar. Ja, ja. Ist es bei jeder Kamera so deaktivierbar oder ist manche einfach fix und... Nee, da hat Sony was Spezielles gemacht, tatsächlich. Das gibt es nicht überall. Oder umgekehrt, ich glaube, ich kenne es sogar nur bei einer Kamera. Ja, ich glaube, das gibt es nicht bei anderen Kameras. Die anderen haben es entweder drin oder nicht drin. Entweder drin oder nicht drin, genau. Verbaut oder nicht verbaut, ja. Und da gehen so da schlagen verschiedene Herzen, ne? Die Schärfe-Fetischisten, die wollen das nicht drin haben. Können wir dann irgendwann mal vielleicht ein eigenes Video über diese Tiefpassfilterung machen? Oh, können wir machen. Mal gucken, wie weit wir da kommen, aber gerne, ja. Ja, okay, zum Thema. Genau. Das ist einfach so verdammt interessant mit dir. Also, okay, ich male mal nicht alle 20 Millionen Pixel, die in manchen Kameras drin sind. Ne? Das ist das, was das Foto präsentiert kommt. Ne? Das kommt, fliegt auf eine Sensorfläche zu, die befiltert ist. Und zwar sind da grüne, rote und blaue Filter drauf. Ne? Jetzt muss ich gucken, dass ich die richtigen anmale. Ne? Grün muss ich mehr malen. Grün muss ich mehr malen. Denn... im Grünen haben wir einerseits sozusagen einen Effekt, der sich auf den Menschen bezieht. Wir sind im Grünen selber sehr, sehr sensitiv. Wir haben dann sehr gutes Schärfesehen im Grünen. Also es gibt ja Stäbchen und Zäpfchen im Auge. Ja, ja. Und wir sind wirklich im Grünen besser sehend als in den anderen? Sind wir schärfer sehend als in den anderen, soviel ich weiß. Ja. Und es gibt noch einen anderen Effekt, und zwar im Grünen sehen wir hinterher, wenn wir die Filterkurven sehen, haben wir die höchste Empfindlichkeit des Sensors. Da haben wir die höchste Wahrscheinlichkeit, dass das Photon, das da angetrudelt kommt, dass es auch tatsächlich ein Elektron auslöst. Hat das was mit der Energiegehalt des Photons zu tun? Genau, das hat was damit zu tun, wie wahrscheinlich es ausgelöst wird. Das Elektron hängt an Absorptionswahrscheinlichkeiten, die hängt an der Energie. Also ist doch nicht so, dass es jedes Photon ein Elektron auslöst, sondern die Temperatur des Tetrapacks, des Liters, die steigert die Wahrscheinlichkeit, dass auch ein Elektron ausgelöst wird. Oh, nicht unbedingt. Also der Zusammenhang ist ein bisschen komplexer. Aber wer hätte das gedacht? Es ist einfach so, dass verschiedene Wellenlängen verschiedene Wahrscheinlichkeiten haben, im Silizium absorbiert zu werden. Und grün ist die höchste Wahrscheinlichkeit. Und beim Grünen ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, genau. Warum sollte man dann das, was am meisten, also jetzt, Hans, ja? Sorry, wenn ich das frage, aber warum nimmt man dann nicht mehr Pixel für die Pixel, die weniger gut? Also, ja, gute Frage. Ja, also warum sagt man nicht, dass der Blaue ist ja eh schon so schwach auf der Brust, gib ihm doch noch mal ein bisschen mehr, ne? Ja, so würde man doch sagen. Der Blaue, also so ein bisschen wie Nachhilfe. Du gibst doch nicht in dem Fach Nachhilfe, wo du am besten bist. Ja, ja. Also hier ist es so, dass die Grünen einfach am bildwichtigsten sind. Also das ist das, was hinterher unsere Wahrnehmung so stark bestimmt in Sachen Schärfe. Und Schärfe ist halt das Nummer-1-Kriterium, Auflösung. Das ist das, was wir wollen von den Kameras. Das heißt, die Kamerahersteller allesamt, die Sensorhersteller, haben gesagt, das Ding ist am besten für Schärfe, also gehen wir da drauf. Und das funktioniert auch am besten, also vergiss den Rest, der nicht funktioniert, so ja, gefühlt. Und es gibt dann auch noch den zweiten schönen Nebeneffekt. Also wenn ich von dem, was ich besonders gut aufnehmen kann, eben die Grünen, ne? Wenn ich von denen möglichst viele habe, ja. Dann habe ich auch eine sehr, sehr gute Grundlage, sozusagen die Information von den anderen Kanälen dazu zu errechnen. Also ich schaffe mir eine gute Basis. Sind wir da wieder bei, dazu zu schätzen oder sind wir dazu zu rechnen? Ja, sorry, wenn ich das beides sozusagen. Ne? Du merkst, ich bin ein sehr kritischer Mensch. Ja, wenn du sagst rechnen, dann und ich denke, du rechnest dir gerade aus, was da sein kann, aber nicht da sein muss, dann ist das Schätzen. Dann ist das Schätzen, genau, ja, ja. Und der Prozess, dieser Schätzprozess ist ein Rechenprozess, genau. Den man einmal definiert. Boah, ich bin. Und hofft, dass der. Boah, Hans, ich habe Gänsehaut, weil ich gerade. Ich dachte, das sei so viel technischer. Also, das ist technisch. Verstehst du mich falsch? Mhm. Du weißt, was bei mir im Kopf gerade so. Was mich gerade so kickt? Das ist so, dass ich dachte, das sei alles so 1:1 perfekt. Aber in Wirklichkeit ist es ganz viel. Statistik, Erhebungen, Erschätzen, also fast schon so, wir machen das mal so, wie das Auge macht. Und so, Gott, das passt dann bei 99% der Fälle und so. Da muss schon das Pixel da sein oder so. Weißt du? So, ja. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel... Dass es so viele Lücken da sind. Dass so viele Lücken da sind.
Wahnsinn. Ja, ja. Genau. Okay, weiter. Entschuldigung. Ja, jetzt kommt dieses Photon angeflogen. Was war eins, hatten wir gewählt? Zyan. 488 Nanometer. Wow. Yeah. Genau. Das Photon kommt jetzt an und das hat Pech. Ja, haben wir Zyan? Wir haben bestimmt Zyan, ne? Ja, das ist Zyan da. Ja, macht das hintere. Weiß. Was? Hier, da. Oder sag mal, kommt das hier? Das ist das höher. Ja. Genau. Und wenn dieses Photon jetzt Pech hat, ja. Und weil es gerade eben so fokussiert wird, so abgebildet wird vom Objektiv und landet auf einem Sensel, der einen roten Filter drauf hat, dann passiert gar nichts. Dann wird es im Filter verschluckt. Das ist weg. Das ist verloren. Also funktioniert auch das schon wieder nur über die pure Masse an Photonen, oder? Genau, das funktioniert nur deswegen gut, weil am Nachbarpixel, ja, wenn es hier treffen würde, und das hat ja ganz viele Freunde, dieses eine Cyanophoton. Das hat ja ganz viele Freunde. Die sind auch im Raum unterwegs, landen auf dem Nachbarpixel eventuell oder auf den Nachbarpixeln. Jetzt ja, sieht man hier, dass der Grün und Cyan fast das ähnliche ist. Ist das schon wieder so ein bisschen ein Problem? Also das ist das, was du meintest, so dass das kann bei Grün und das kann bei Blau wahrscheinlich, oder? So genau, Cyan ist genau. so ein bisschen... Also es ist nicht wirklich grün, ja, aber es ist nah dran. Und das heißt, es hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, doch durch den Filter zu gehen. Ich finde, hier merkt man es halt gerade richtig gut, wie so ähnlich das ist von der Farbe, weißt du so? Genau, und dann beim nächsten Rot sieht man wieder, geht gar nicht. Passt nicht, ne? Und beim Blauen dann wieder, ne? Da hat es wieder eine relativ gute Wahrscheinlichkeit durchzugehen und ein Elektron auszulösen. Und jetzt, sozusagen, wir gucken jetzt von oben auf den Sensor. Genau, wir gucken jetzt mit Licht, mit sozusagen durchs Objektiv durch auf den Sensor drauf, ja. Wenn wir jetzt mal von der Seite drauf gucken, was ist dann unter diesem Speer? Wie dick ist der überhaupt so? Der Filter? Ja. Wir reden hier über Bereich von einstelligen Mikrometern. Wie macht man sowas über... Ich versuche mal eine Zeichnung zu machen, die das veranschaulichen kann. Wenn ich jetzt sozusagen, meine Photonen kommen jetzt von oben. Ja? Ja. Also von dieser Richtung hier. Ich habe noch mein Cyan-Photon, genau. Und wir haben ja gesagt, wenn das Cyan-Photon auf einen roten, okay, auf einen roten Filter trifft, ja, ich male ihn mal hier hin, dann ist danach nichts mehr. Bef, weg. Weg, genau. Wenn mein Cyan-Photon auf einen blauen trifft, diese Geometrie gibt es nicht. Wir haben gesehen, die sind ja so schachbrettmäßig, die liegen nicht, blau und rot liegen nicht direkt nebeneinander. Ne? Hä? Müssen? Blau und Rot liegen nicht direkt nebeneinander, ne? Die liegen diagonal. Stimmt. Ich mache es trotzdem mal so. Okay. Man verzeihe mir. Die liegen nicht. Ups. Jetzt brauchst du nicht extra sein, da kommt das von oben rein. Genau, wenn das jetzt von oben reinkommt, mein Cyan-Photon, dann besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es durchgeht. Ja. Ja? Und diese Wahrscheinlichkeit ist, ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, aber vielleicht ist sie irgendwie so bei 10%. What? Das heißt, meine Cyan-Photonen, die auf den blauen Filter treffen, so 10% davon lösen ein Elektron aus. 10? 10 vielleicht. Ich dachte, du hast im letzten Video gesagt, ein Photon, ein Elektron. Jetzt ist 10 Photonen, ein Elektron. Dieses Photon ist ja noch nicht im Silizium gelandet, ne? Das steckt ja noch im Filter fest. Ja. Das heißt, da kommt nochmal eine Reduktion der... Das heißt, genau, dann kommt noch die Siliziumempfindlichkeit dazu. Die ist im Vergleich hoch. Ja? Da reden wir von vielen 10%. Ja? Und im Maximum reden wir vielleicht von 80%. Ja? Okay. Abhängig von der Welle. Ja, aber trotzdem, 20% geht weg. Wenn ich dein Konto um 20% leere, wirst du nicht sagen, alles klar, kein Ding. Stimmt, ja, genau. Aber hier ist es so, dass wir Belichtungszeit 20% hochsetzen. Stört uns vielleicht nicht so sehr. Oder Rauschen, die Varianz hinterher um 20% hochsetzen, das Rauschen um 10% ungefähr. Stört uns vielleicht auch nicht so, sehen wir wahrscheinlich gar nicht. Ne? Okay. Man versucht natürlich trotzdem, das möglichst gut hinzutreiben, keine Frage. Also man will gerne, dass das Halbleitermaterial, sozusagen der eigentliche Siliziumsensor, dass er möglichst gut absorbiert. Du hast ja schon im Vorfeld, wo wir das Ganze besprochen haben und so ein bisschen telefoniert haben und uns damals auch jetzt in Leipzig getroffen haben, hast du ja auch gesagt, so, du bist jetzt eher so auf der Software-Seite zu Hause und so Halbleiter... Technologie ist jetzt nicht so dein absolutes Steckenpferd. Ja. Ich habe gesagt, du musst trotzdem labern. Ich sage mal, was ich weiß. Ja, okay. Genau. Tausendmal mehr wie ich. Und bleib dann irgendwo stecken. Aber reden wir noch drüber, genau. Inwieweit wird da geforscht? Also ist Silikat ist ja, Silizium ist ja auch das wird ja auch gefertigt. Das ist ja so eine Pampe, die dann gegossen wird, so habe ich das mal gesehen, so eine...
Ja, nicht gegossen. Also das ist ein ganz witziger Prozess. Normalerweise wird Silizium geschmolzen. Ja, ja. Und dann so eine Und dann wird es gezogen. Ne? Ja. Also aus der Schmelze heraus wird irgendwie eine Säule hochgezogen, ja. Die beim Rausziehen erstarrt. Und dann wird geschnitten in so Scheiben. Ne? Genau. Und beim Erstarren gibt man ja eben genügend Möglichkeiten, wirklich monokristallin zu erstarren. Das heißt, die sind dort extrem regelmäßig angeordnet, die Atome drin. Monokristallin. Genau. Das heißt also, machen das die Sensorhersteller oder sind Zulieferer? Teils, würde ich sagen. Ich kann mir vorstellen, dass manche Sensorhersteller das sogar im Haus machen, weil es so ein Kernprozess ist, den man einfach braucht. Ja. Die Waferherstellung. Ja. Habe ich dir gesagt, dass ich eingeladen war mal vor vielen Jahren von Sony in die Sensorfabrik, ja. Die dann von dem Erdbeben zerstört wurde. Und hast du da was in der Richtung gesehen? Ja. Die haben uns ja reingelassen. Also nicht in die Reinräume. Achso, da hast du jetzt nicht gesehen, wie sie das Silizium das ziehen. Das ziehen habe ich nicht. Man sieht auch de facto nichts, weil das alles so eine Maschine ist. Also man sieht Reinräume und in den Reinräumen so eine Maschine. Ja. Wir durften auch nicht überall Fotos machen. Also die Handys wurden teilweise abgegeben und abgeklebt und sowas. Das ist schon sehr. Aber zum Beispiel wurde da auch erklärt, dass teilweise fremde Firmen kommen mit so an Handgeschellen, Handschellen geketteten Koffern. Und dann ihre Technologie in die Maschine laden und dann die Sony-Maschine nutzen, um ihre Sensoren zu fertigen. Ja, so, das System ist so gebaut worden, dass da Fremdkonstrukteure kommen, die ihre Sensoren produzieren können, ohne dass die Sony-Leute drauf zugreifen können. Wow. Voll krass, ne? Das ist extreme Geheimhaltung, würde ich mal sagen. Ja. Wahnsinn, ne? Ja, also, weil da anscheinend mit konstruktionstechnisch und sowas, das ist also sehr, sehr, sehr interessant, ne? Dass da so andere Technologie halt produziert wird. Ja. Wir schweifen ab, aber ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich auch sein kann, dass man verhindern will, dass Sony in dem Moment sieht vielleicht, wo der andere Hersteller hin will. Also nicht nur sozusagen, was er kann, aber wo er hin will. Dass man sieht, was sein Marketing, sein zukünftiges Geschäftsfeld sein könnte. Ah. Ja, das könnte ja auch der Fall sein, dass man sagt, die sollen gar nicht wissen, dass wir, keine Ahnung, super coole Mobilfunkgeschichten bedienen wollen. Ja. Keine Ahnung. Ja. Also, dass man einfach sowas auch vermeiden will. Ja. Aber verrückt, also die Dinger sind ja so ungefähr, die da gezogen werden, so in dem Bereich. Und dann die Scheiben, die sind ja, haben sie auch gesagt, man probiert die dann auch bis zum Rand zu füllen. Und dann teilweise werden die Sensoren am Rand auch schlechter als in der Mitte und sowas. Ne? Das haben sie. Ja, genau. Also die Ausbeute hängt extrem an der Güte. Ja. Und an dem Sägeprozess, der muss halt gut sein. Lauter solche Sachen, ja. Das ist total irre. Ich bin da einfach nur erstaunt, was da möglich ist. Ich auch. Also das, okay, zurück zum Thema. Also Wir waren, das arme Photon hat ja aus Versehen noch nicht den Grünen getroffen. Ne? Ja. Da passiert ihm wahrscheinlich was Ähnliches wie bei dem blau gefilterten Sensor. Ne? Da geht ein kleiner Prozentsatz durch. Ich habe einfach mal 10% dran geschrieben. Ja, geht eben auch ein bisschen durch. Ne? Ich bin wirklich, also ich hoffe, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, ich hoffe, dass das genauso gerade flasht. Ich bin so erstaunt, was es für ein Chaos ist. Ne? Weil ich dachte immer so, das ist viel sortierter. Weißt du, da wirst du das Pixel, macht das und das. Und dann hast du genauso die drei Dinge, so wie bei Photoshop. Weißt du, so die RGB-Werte so erzeugen diese Farbe. Ja. Aber dass da irgendwie Cyan überall drauf trifft und da überall so ein paar Prozente hier und ein paar Prozente da auslöst. Und du weißt ja, das, was da hinten bei raus... Ich hänge da wirklich gerade an diesem... Mhm. Wie du merkst, ne? Das hat mich jetzt schon gekickt. Da hinten kommen Elektronen raus, zu 10%, die beides sein können. Ja, genau. Und dann kommst du mit deiner Software und musst dann wieder Farbe draus machen. Genau, Boah, das... Tilo, sag was. hast du das so... Ich finde es voll shocking. Okay, Entschuldigung. Okay, jetzt habe ich hier so Zahlen dran geschrieben. Ich würde jetzt vielleicht mal die Filterkurven hinmalen, dass man so ein Gefühl dafür kriegt und selber mal so überlegen kann, was so passiert vielleicht, ja, wenn ich irgendwie... Filterkurven, das heißt, was ist denn Filterkurven? Das ist sozusagen die Durchlassfunktion, ne? Das ist die eine Achse. Die beschreibt, wie viel des Lichtes wird transmittiert, wie viel geht durch den Filter. Transmission, Objektive, kennen wir. Ja, genau. Und auf der anderen Achse würde ich jetzt die Wellenlänge anzeichnen. Also welche Energie hat das Photon, welche Farbe hat das Photon. Und typischerweise trägt man das von links nach rechts aufsteigend aus. Also links haben wir irgendwie blau. Die blauen Wellenlängen starten, ich sag mal, hier vielleicht bei 400 Nanometer. Ne? Und ganz rechts haben wir irgendwo 700 Nanometer. Und die blaue Filterkurve ist vielleicht irgendwie so ein Bogen. Und da sehen wir schon, wenn so ein Cyan-Photon kommt, ja,
das ist vielleicht hier, vielleicht waren die 10% zu niedrig gewählt. Ne? Ich guck mal, dass ich so ein bisschen in der... Ja, genau, dann bricht's hören. Also das wäre so hier in dem Bereich. Genau, ne? Ja. Und da waren die 10%, die ich dran geschrieben habe, waren vielleicht zu niedrig. Ne? Jetzt für die Filterkurve, die ich gerade gemalt habe. Ja. Und dann haben wir eine grüne Filterkurve. Ne? Und die überlappen sich. Dieses Ende mag etwas extrem und auch krass gewesen sein, aber keine Sorge, nächste Woche geht's ja schon weiter. Und an der Stelle möchte ich kurz erklären, was wir uns dabei gedacht haben, denn so gedankenlos waren auch wir nicht. Ganz einfach, der Hans, der hat mit uns zusammen diese Strecke nicht für YouTube konzipiert, sondern wir haben genug Probleme gehabt, überhaupt mit Inhalt und mit dem ganzen Thema zu kämpfen und wollten eben nicht irgendwie algorithmuskonform alles schön in 10, 15 Minuten Häppchen aufteilen und da den Fluss und die ganze Normalität aus Hans rausnehmen, sondern wir haben einfach die Strecke aufgenommen als Gesamtkunstwerk, würde ich jetzt schon fast sagen, als Gesamtwerk. Und deswegen haben wir uns danach entschieden zu sagen, wir machen diese krassen Cuts nach 15 Minuten und nehmen da eben auf den Inhalt keinen wirklichen Rücksicht. Man kann sich ja im Nachfolgenden das Gesamte auch angucken. Oder aber man wartet eben nicht und geht zu uns auf den Store und holt sich diese gesamte Videostrecke eben direkt. Das Ganze ist ja ein Name Your Price Product mit einem Mindestpreis. Das ist einfach auch so ein bisschen Wertschätzung hoffentlich unserer Arbeit. Der Thilo hat da extrem viel Arbeit reingesteckt, das gesamte Team. Das Ganze muss ja auch irgendwie gemacht werden und wir bringen alles, wenn jetzt die Kommentare sich weiterhin schön im Riemen halten oder im Zaum halten, alles auf YouTube. Aber wer eben das Ganze ungefiltert und ohne irgendwelche Cuts haben möchte, der darf gerne uns auch unterstützen mit einem Daumchen nach oben und auch mit dem Kauf im Store. Ansonsten, ich freue mich auf nächste Woche und da wird es wieder Köpfe rauchen lassen. Anstehen mit Hans Schlüter und mir, Martin Kroder.